So, und damit ein herzliches Willkommen auf dem Kanal von Linux, Windows und Mac Guild hier aus dem Auto. Und Sirio 94 live im Auto. Genau, und wir sind auf dem Weg zur Gamescom, bzw. zum Hotel. Geile. Genau, und auf was freust du dich denn so speziell? Also, generell freue ich mich mal, überhaupt mal auf Köln gehen zu können. Ist dein erstes Mal übrigens, Leute. Ja, kam noch nicht so groß rum auf der Erde in Deutschland, muss schon sagen. Dank meinem Baby hier kann ich ja nicht rumfahren wie blöd. Genau. Falls ihr fragt, wie soll bei mir ein Kanal keine Videos mehr kommen, hatte keinen Bock und hatte auch irgendwie nicht die Zeit dazu und ja, einfach so. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir stecken jetzt übrigens zwischen Konstanz und Stuttgart. Ja, ich drehe mal so die Kamera, wenn ihr das vielleicht gerade sehen könnt. Ist hier gerade voll Baustelle. Aber das bin ich ja mittlerweile gewohnt. In Deutschland ist es Land der Baustellen auf der Autobahn. Ja. Ja, in der Schweiz auch. Ja, das auch. Das auch. Nur schon in Zürich, ja, hör doch. Oh ja. Ja, das ist so. Auf was wolltest du dich so grundsätzlich für Spiele zum Anzocken? Also ganz sicher mal anzocken möchte ich Civilization 6, weil ich bin vor allem der Strategietyp, wie ihr schon in meinem Kanal gesehen habt. Was ist denn hier los? Ah. Einer, zwei. Ja, ich muss mir noch aufs Fahren kommen. Langsam ist gut, es ist schon ein bisschen ist schon dunkel. Ja. Wird aber immer dunkler und ja. Ja, ganz sicher mal Civilization 6 und da habe ich gehört, das ein oder andere Nintendo-Spiel kann man auch schon anzocken. Aber ich weiß nicht, ob das neue Zelda, welches irgendwie nächstes Jahr rauskommen soll, ob man da vielleicht schon irgendwas mitbekommt oder. Nintendo NX hat man eigentlich gesagt, sollte bei der E3 vorgestellt werden, dann doch nicht. Jetzt Gamescom auch nicht, sondern erst so September, Oktober rum, so um diesen Dreh rum. Kein Plan. Dann vielleicht, aber ich denke es mal eher weniger, hat man vielleicht noch was von Yandere Dev. Yandere Simulator, richtig geil. Oh ja, oh ja. Die müssen aber 18 sein. Ja. Also es geht jetzt in die richtig brutale Ecke. Das ist so. Ja, ich habe das Video gezeigt vor kurzem. Also Yandere Dev unbedingt mal anschauen. Dazu Parler Games, der stellt das auf Deutsch vor. Oder wenn ihr diese Challenges auf Englisch anhören möchtet, dann empfehle ich euch Trey from the Cub Scout. Ja. Ja, ich bin natürlich grundsätzlich auch gespannt auch auf die ganzen neuen Spiele, auch wenn es auch, wenn es unsere Upgrades sind, FIFA, Battlefield, COD, schaue ich mal so ein bisschen an und dann will er wieder den Cosplay Village und mich da reinnehmen. Natürlich, was denkst du denn? Ich brauche irgendein Opfer. Pokéball los! Naja. Ja. Mario könnte ich glaube besser. It's a me! Mario! Oder Link. Ja, hast du sonst noch irgendwas? Lass mich mal kurz hier. Und tschüss. Sonst noch was? Ja, in den Nintendo-Sektor möchte ich mal ziemlich gerne reinschauen. Ja, die haben einen ziemlich großen Stand, habe ich gehört. Also, ja, du, ich gehe zum ersten Mal in die Kölnmesse. Ich habe keine Ahnung, was, wo und wie viel. Du hast mir gesagt 200.000 Quadratmeter. Ja, genau, 200.000 Quadratmeter einfach. Auf wie viel halten? Es sind einige. Schlacht im Megis, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es sind etwa 12, 13 Hallen, mehr? Irgendwie sowas? Ja, also es sind einige Hallen, also es ist riesig. Das hört sich nach mindestens das Siebenfache an. Es ist wahnsinnig von Basel. Ja gut, die Basel-Messe ist mini dagegen.
Oder nee, nehmen wir besser zum Vergleich PAL Expo Genf. Ja. Da, wo da, da, ist Auto, da ist immer der internationale Autosalon. Genau. Besser kann als Genfer Autosalon. Ich denke mal etwa das Doppelte oder das Dreifache. Weil das sind 7 große Hallen hier. Also wenn ich das auf 200.000 höre, sicher das Doppelte oder Dreifache. Also das kriegen wir nicht in einem Tag hin. Ich habe Schule, er arbeitet. Ja, das ist wir so. Wir konnten kaum Ferien nehmen. Und ich habe ihm gesagt, 2 Tage Gamescom, nicht ganz wirklich das Wahre, weil wenn ich schon in Köln bin, will ich auch die Stadt anschauen. Ja, und die ist auf jeden Fall klasse, also richtig aus Erfahrung. Da wirst du auf jeden Fall richtig Spaß haben, weil Rheinpromenade, gerade auch die Gamescom-Zeit ist Hammer, Kölner Dom. Aber das sieht er ja dann selber. Morgen machen wir auf jeden Fall auch noch ein Video, vielleicht steigen wir es auch zusammen, mal gucken. Und ich nehme auch dann von einem Kollegen mit der Legria Mini X auf. Mal schauen, wie die so ist, mal Qualität her. Auf eine Audioqualität bin ich mal sehr gespannt. Habe ja sehr, sehr vieles Positives gehört. Aber er hat natürlich noch seine Sony. Geht so Richtung GoPro, aber ja. Der habe ich noch nie ausprobiert. 400 Franken respektive 360 Euro dafür ausgegeben und noch nie benutzt. Einmal kurz. Nach über einem Jahr. Einmal kurz haben sie benutzt, aber auch nicht mehr. Aber auch nicht wirklich von Elogs. Nee, da bin ich mal gespannt, wie. Ja, können wir mal vergleichen machen, so wie die Film, wie die ist von der Qualität her und die Legria. Und ja, dann würde ich auch mal sagen. Dann bis morgen. Bis Ende. Ich will jetzt Verkehrsservice hören, weil wir haben hier Stau bei Karlsruhe, habe ich gehört. Das ist so. Also, tschüss. Alter, ciao zusammen, tschüss.